Ja, ich erwarte vor allen Dingen Spiele, in denen sie sich wieder zerreißen. Das war jetzt in Berlin leider nicht der Fall, was sehr merkwürdig war nach dem guten Spiel, einem kämpferisch guten Spiel gegen Hoffenheim. Und das muss auf jeden Fall erstmal auf den Platz gebracht werden. Dass Wolfsburg eine starke Mannschaft ist, klar, das ist unbestritten. Aber ich denke, wenn Dortmund es erstmal schafft, die kämpferische Leidenschaft wieder an den Tag zu legen, hat man auch gegen Wolfsburg eine gute Chance. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht ganz die große bedingungslose Offensive suchen wird. Es bieten sich ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube einfach, dass er auch mal ein bisschen auf Absicherung jetzt Wert legen wird. Er hat heute gesagt in der Pressekonferenz, dass es schwierig ist, wenn man halt immer auch Gegentoren hinterherlaufen muss, dass die Drucksituation noch größer wird und die Absicherung nach hinten muss, glaube ich, auch in erster Linie erstmal im Vordergrund stehen.